Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Unboxing der Vegan Beauty Basket Box für den Monat November. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Das ist die Vegan Beauty Basket Box, die ich erhalten habe. Die ist noch nicht geöffnet. Zu jeder Vegan Beauty Basket kommt immer eine Zeitschrift mit, und zwar Vegan World. Da schaue ich nachher nochmal rein. Das ist die Winterausgabe. Und jetzt packen wir einfach mal die Box aus, nachdem ich die Lampe repariert habe. Die flackert nämlich, oder? Ja, die flackert, oder? Ja, mal eben reparieren. Was hast du denn? Ja. Ja, da kommt mir schon wieder ein wunderschöner Duft entgegen. Ich finde, die Boxen, die Vegan Beauty Basket Boxen, die riechen immer wunderbar. Genau, kommt wieder mit einem Kärtchen, ist immer mit dabei, ein Blankokärtchen. Und hier ist die Produktkarte. Produktkarte November, und hier steht, dass es bald die limitierte Weihnachtsbox geben wird. Beziehungsweise ab sofort. Die habe ich übrigens schon bestellt. Machen wir das Ganze auf. Ich hoffe, das klappt mit der Lampe. Ja. Ach, was ist denn los? Macht mal schlapp hier. Here in the forest, dark and deep, I offer you eternal sleep. Was ist das? Ein Regenerationsöl Granatapfel. Straffende Körperpflege für anspruchsvolle Haut. Anspruchsvolle Haut ist gut. Ich bin jetzt in der Phase, wo meine Haut doch etwas zur Trockenheit neigt, wegen der kalten Luft und dann noch die Heizungsluft. Das ist von der Firma Cosnature. Was ist das genau? Mal eben schauen. Das ist ein Körperöl, das hilft, die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen und ihre Geschmeidigkeit und Spannkraft zu bewahren. Kostbares Bio-Granat-Apfelkernöl unterstützt dank der herausragenden antioxidativen Wirkung den Schutz vor freien Radikalen und aktiviert die Hautregeneration. Ich bin mal auf den Duft gespannt und es riecht wirklich sehr gut, aber auch so ein minimal leicht so nach diesem typischen Natur-Kosmetik-Duft, aber wirklich sehr angenehm. Apfel riecht man auch raus, Granatapfel. Und ja, ich freue mich, dass es dabei ist. Ach, das ist so ein kleines Fläschchen. Das ist ein Parfüm von der Firma Walden oder Walden. Da sind jetzt 10 Milliliter drin. Ja, das war dieses Auswahlprodukt, wo man sich die Duftrichtung aussuchen konnte. Aber dass sie jetzt so klein ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht sind die Inhaltsstoffe wirklich so konzentriert, dass eine kleine Flasche lange reicht. Alle Waldenparfüms sind handgefertigt und werden in kleinen Chargen aus 100% natürlichen und feinsten Zutaten hergestellt. Okay, holen wir das jetzt einfach mal heraus, und dann kommt hier so ein kleines Fläschchen mir entgegen aus Glas. Und zwar nicht in einem Zerstäuber, sondern mit einer Kugel hier vorne. Und, da kommt aber viel raus. Es ist ein Öl, das merkt man sofort. Und der Duft ist wirklich sehr intensiv, muss ich sagen. Also man merkt schon, dass da Qualität dahinter steckt. Es ist kein, manchmal hat man das so bei Parfums, bei günstigen Parfums, dass man das eigentlich so schon herausriecht. Aber das ist richtig toll, muss ich ehrlich sagen. Das ist richtig toll. Das riecht richtig gut, nur ich kann jetzt nicht sagen, wonach.
Zitrone ist da drin, Adorada, irgendein ein blumiger Duft. Lavendel, ich wusste es. Ich bin ja ein großer Lavendel-Fan und deswegen gefällt mir dieses hier auch sehr, sehr gut vom Duft. Ja, es ist eine Mischung aus einem blumigen Duft, da ist ein bisschen Lavendel drin und Zitrone, also zitrusduftig, duftig, kann man das sagen. Es riecht nach Zitrus, es ist eine wirklich ganz, ganz tolle Mischung. Boah, ja, ich werde mal sehen, wie lange dieses Parfüm auf der Haut bleibt, beziehungsweise den Duft. Bei günstigeren Parfüms ist es meistens so, zumindest bei mir, dass die Düfte nicht den ganzen Tag halten, sondern dass man dann auch nachsprühen muss, was ich auch nicht so schlimm finde. Aber bei diesem Duft merkt man einfach die, diese Qualität dahinter. Ja, also da bin ich wirklich sehr, sehr begeistert von und freue mich wirklich sehr, dass es dabei ist. Aber mit Lavendel kann man mich kriegen. Ach, wie süß. Das ist auch, sieht auch sehr interessant aus. Das ist verpackt in einer Papiertüte. Da kommt jetzt auch kein Duft heraus. Das ist von der Firma Maison Meunier Skincare. Das ist ein Badesalz. Genau, Badesalz wirkt harmonisierend und pflegend. Es eignet sich wunderbar für ein wärmendes Vollbad oder ein Fußbad. Oh, da ist auch Lavendel drin, sehe ich gerade. Rose, Zitrus. Boah, da muss ich gleich mal aufmachen. Aber ich traue mich gar nicht. Soll ich das jetzt schon aufmachen? Nee, ich mache das noch nicht auf. Nachher kippt mir das irgendwie um oder so. Ich behalte das noch und ja, spätestens im Aufgebrauch-Video werde ich darüber berichten. Dann haben wir hier, was haben wir denn hier? Eine Mascara wird das wohl sein. Und zwar von der Firma Boho Green. Volume and Green. Ich habe schon mal von der Firma Boho ein Produkt in der Vegan Beauty Basketbox gehabt. Und zwar ist es ein Eyeliner. Das Bürstchen ist auch ganz okay. Jo. Ja, ich bin gespannt und ich freue mich auch darüber. Wobei ich sagen muss, von diesem Eyeliner, den ich mal hatte in der anderen Box, weil bin ich jetzt nicht so begeistert, weil der einfach nicht so lange auf dem Auge bleibt. Aber jo, die Mascara werde ich jetzt einfach mal austesten. Das letzte Produkt, das hört sich ja interessant an, das ist The Green Fairy Hand and Lip Balm. In der Duftrichtung Absinthe. Also diese handliche kleine Dose steckt voller Wunder. The Green Fairy Balm von Moa. Beruhigt und pflegt trockene Lippen, Hände und Nagelhaut. Der Balsam enthält wertvolle Inhaltsstoffe wie Rizinusöl, Shea und Kakaobutter. So wie Extrakte aus der Schafgarbe. Finde ich wirklich sehr, sehr süß. Kann man ganz gut unterwegs mitnehmen. Riechen tut es nach einer Apotheke. Also es riecht sehr, sehr medizinisch, muss ich sagen. Ich gehe da jetzt einfach mal rein. Jo, jo, werde ich testen. Und ich bin gespannt, aber ich weiß immer noch nicht, was das mit Absinthe zu tun hat. Ja, das war die Vegan Beauty Basket Box für den Monat November und ich freue mich schon auf die nächste Vegan Beauty Basket. Nee, ich freue mich hier auf die sag schnell, Weihnachtsedition, die kommt ja bald. Ich glaube, die wird Mitte Dezember losgeschickt. Genau. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.